Okay, da fliegt ja ein Abschleppern. Yo, hallo there, willkommen zurück zu einem lustigen Dinge-Video. Ich glaube, ich Nummer 30. Und wir sind hier wieder bei Groß und Klein, aber irgendwas dreht gerade durch. Wir wollen jetzt zu den anderen Ziegen und machen da mal ein bisschen aus. Genau, wir haben noch eine Mission oben, erreichen den höchsten Punkt, liefere Pizza an einen Pizzalieferanten, den brauchen wir noch und enthülle einen Müllmann. Also Pizza, nach Pizzalieferanten suchen und wahrscheinlich ihn einfach umziehen. Aber wo? Wo haben wir den blöden Pizzalieferanten vom letzten Part? Also, wir haben ja ihn gesucht, aber nicht gefunden. Suchen wir einfach kurz. Hier ist auch noch eine Vogelscheuche. Okay, wir haben... Lol. Die Schweine. Okay, wir müssen, glaube ich, die Ziegen hier vertreiben. Mit Pizza! Pizza, komm schon, Pizza! Okay, dann halt so. Hopp, hopp, weg damit. Raus aus dem... der Umzäunung. Ihr gehört hier nicht hin. Das ist mein Revier. Das ist mein Gefängnis. Und jetzt? Ist irgendwo noch eine Ziege? Also ich dachte, wenn ich die wegschleudere, dann ist alles gut. Was mehr? Ich will die... Irgendwo sind noch Ziegen. Irgendwo ist eine Ziege noch versteckt. Vielleicht irgendwo anders. Gibt's irgendwo noch ein Gehege? Wo gibt's denn noch ein Gehege? Ja. Jetzt dachte ich, ja, alles funktioniert in diesem Spiel mal. Nö. Funktioniert immer noch nicht. Ich hab hier noch eine Ziege. Weg damit. Ihr gehört hier nicht hin. Das ist mein Revier. Also scheinbar gibt's eine Quest. Tut die Ziegen vertreiben. Also vertreiben wir die Ziegen. Hier ist Hühner. Hühnerhof. Fleisch hier noch. Ah, vielleicht hier. Sind das Ziegen? Seid ihr Ziegen? Hä? Seid ihr? Gott, ich hab sie weggefurzt. Geht doch nicht. Nochmals, ein Schwein. Noch ein Schwein. Yay. Strebe da durch. Eieiei, diese Tierquälerei schon wieder. Ich mag's nicht. Ja, kennt ihr ja. Ich mach's trotzdem. Ja, aber wo denn? Das ist cool. Man kann mal etwas machen, was eigentlich im Real Life ja böse ist. Aber das ist einfach der Humor von diesem Spiel. Es muss ja. Es ist ja ein Ziegensimulator. Und in einem Ziegensimulator muss man ja das machen, was man eigentlich als Ziege im Real Life nicht macht. Sonst ist es ja nicht lustig genug. Also, weg. Oh Gott, ich werde erkühlt. Die Palette ist mal wieder hier. So, ja, komm jetzt nicht weiter, wenn ich keine Ziege finde. Wo sind die Ziegen? Wollte eigentlich mal diese große Dinggröße machen. Mais. Wie sagt man? Ja. Maiskolben, genau. Aber wieso geht das jetzt nicht? Muss ich die wegtragen? Trag doch mal den blöden... Nein, ist nicht Packesel. Den Sattel. So, raus. Du gehst jetzt in dieses Gehege. Da lebst du jetzt. Aber nicht bei mir, beim Turm. Also, weg damit. Wie das aus? Hallo? Kurz ein Foto. Gut. 30.1. So. Das sieht so lustig aus. So. Also. Ja, wir haben Lifeguard-Mütze. Also wir sind da die Lebensseite von den Ziegen. Naja. Wir werden hier gerettet von unserem bösen Turm. Aber wo ist denn noch eine Ziege, Mann? Funktioniert nichts mehr. Ich habe alles schon gelöst, weißt du?
Das Spiel sagt nur, man muss noch Sachen machen, aber eigentlich kann man nur noch Spaß haben. Ich will dir mal. Ich will, dass du... Das ist eine Ziege irgendwo oben. Ne, ich glaube, es gibt irgendwo einen Stall, stimmt. Gibt es da nicht einen Stall? Da drinnen? Irgendwo waren noch Ziegen. Ja, hier. Alle weg. Komm, wir gehen zu den Fässern. Schnell, schnell. Ich hab hier coole Fässer für dich. Ja, mit dem Angler. Juhu! Gebratene Ziegen und Angler. Oh, gebratene Angler. Ui. Hallo. Bumm. Und boom hat's gemacht. Und boom. Ja, also, bestrafen möchte ich mich nicht wieder mit dem goldenen Apfel. Ich suche nur die Ziegen. Wo sind die Ziegen? Wo sind die Ziegen? Vor allem nicht hier. Falsche Seite. Ich wollte auf die andere Seite. Nochmal. Aber schneller. Viel schneller. Und hui. Also hier sind Ziegen. Das sieht doch nach Ziegenhäusern aus. Das brauchen die Ziegen. Aua. Aua. Ich bin gerade am Umschauen und nicht am Stürzen. Nee, ich stürze nicht. Keine Sorge, liebe Zuschauer. Ich tue nicht. Was macht er? Hey, er wird nicht gepieselt. Hallo. Nicht zu viel Piesel. So ist eine Frau. Komm, nehmen wir die Frau mit. Hallo. Hey, was macht ihr, Schwein? Nicht so grunzen. Und? Oh. Jetzt keinen. Also irgendwie geht das nicht. Vielleicht habe ich schon mal gemacht. Ah, wir können ja mal kurz schauen, ob wir das Item überhaupt haben. Also, wir haben das Item noch nicht. Beach Boy, es ist so ein Muskelanzug, aber ich weiß nicht, ob es Beach Boy ist oder so. Ja, ja, und ich auch. Hast mich jetzt angesteckt? Und obla! Aua. Also hier ist keine Gutstatue. Wir müssen ja immer noch ein bisschen, was mit dem Haus passiert ist. Also. Wir müssen ja immer noch die Goldstatuen suchen. Bring eine Vogelscheuche dazu, mit dir zu tanzen. Okay. Müssen wir einfach tanzen? Ach ja. Ach cool. Oh geil. Oh geil, noch mehr Wasser. Oh ja, wir werden wieder sauber. Super. Also, ja. Und du hast jetzt wieder eine Vogelscheuche. Ich hab keine Übersicht mehr. Ich bin ja auch ein bisschen am Pause machen leider, wegen gesundheitlichen Problemen. Weil diese schöne Grafik natürlich mir wieder Kopfschmerzen und Migräne dadurch Kopfschmerzen bringt. Aber jetzt langsam ist die Migräne fertig. Aufgebraucht. Ich hab's ja abgestaubt. Also, ich möchte gerne tanzen. Ich muss tanzen. Bitte, bitte, bringe sie zu Toms. Ah, das ist vielleicht ein Item. Dient. Also. Und welche ist die Tanz? Also die Geisterfilm-Risiko-Kassette macht ja, dass irgendwie Sachen machen, aber tanzen? Ist der Fluffy gut? Nein, das ist nur zum Springen, gell? Was, du bist derjenige, der die Eier knackt? Ah, okay, cool. Ja, ich weiß es nicht. Vor allem ich tanze ja mega herum. Lotus Flower ist ja zum Meditieren.
Ich keine Ahnung. Eine ganze Entenfamilie. Ah ja, das ist nur eine Gummiente. Ja. Genau, ein zu klein, das müssen wir noch merken. Da müssen wir ja den Post, ein Pizza-Ding ändern. Pizza-Boten. Ich weiß es echt nicht. Toni Lanse. Ist es gefährlich? Wieso gefährlich? Keine Ahnung, wisst ihr wieso? Ah, vielleicht Kopf. Also die mit Blitzen, die sind vielleicht der. Also hier messen, Autotune, nein. Um die Leute, nein. Ja, Tentakel zum Tanzen, ja. Genau. Weißt du, wenn man wenigstens eine Übersicht hätte, was das genau macht. Ja, gut. Vielleicht Mollys Frisur? Hey, ich verstehe nicht. Wir haben noch so viele Sachen zu machen, aber haben einfach keinen Plan. Also Musik haben wir. Bist du blöd? Okay, machen wir die Musik wieder aus. Die ist nicht gerade so gut. So. Ach, cool. Spielen wir so am besten herum. Ach, ich liebe das. Aber erst kürzlich einen Film gesehen, wo einer Fernseher geschaut hat mit Grau. Also mit. Jo. Sagt man dem Schwarz-Weiß-Film, oder? Und noch mit diesen Sachen da. Wie sagt man denen? Streifen, flimmern. Und ey, das habe ich einfach nicht mehr so. Also ich weiß noch damals, mein erster Fernseher, also von der Familie natürlich, nicht von mir, der hatte noch diese Streifen. Das war so ein schlechter Müll. Also der wurde immer so mega heiß. Der war für so Anfang 90ern, war der einfach viel zu schlecht und zu groß. Und da hat dann immer wieder geflimmert. Ich möchte gerne die Turnierlanze. Ja, wow. Ich habe keine Übersicht mehr. Autotune, Pimpel. Ah, oh, die ist wahrscheinlich im Rücken. Da, sehr gut. Ah ja, und der Fernseher wieder weg. Das ist nur nervig. Nehmen wir doch mal, ja, nehmen wir den Strohhut für die Farm. So. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem Pizzaboden, aber wo könnte denn der sein? Eben, wir haben ja. Okay. Wir haben ja den Pizzaboden im Vorort, also im anderen Gebiet oben dran. Ding. Vielleicht müssen wir die wirklich mit der Turnierlanze so weit schleudern. Dann geht's. Er vermutet der Pizzabote dort, aber nein. Hey. Weg damit. Ihr seid hier falsch. Das ist... Ja, genau. Das ist so geil. Die Turnierlanze ist... Die Turnierlanze ist OP. Aber es passiert eben nichts. Also wo kann man ihn noch vermuten? Wo gibt es noch Leute hier? Wir könnten noch mal kurz bei der Groß-Klein-Maschine nachschauen. Und dann gehen wir einfach nach Osten mal. Oh Gott. Müssen wir alle Ziegen finden oder so und wegschleudern? Also kann ich die nicht wegschleudern?
Ein Käse. Ist kein Pizzabote hier. Mann, ich brauche immer einige Zeit, um über Pizzaboten zu entlarven. Das hat schon sehr unscharf, das Spiel. Sind wahrscheinlich auch am unschärfe Fähigkeiten noch dazu. Er muss aufs Klo und hier drin ist nein. Wer ist hier drin? Aua. Aua. Oh. Hallo. Bin ich wieder verpackt? Ich möchte vom Wohnwagen wieder weg hier. Die Giraffe löst alle Probleme. Aber. Ein bisschen dunkel, ja, schade. Oh Gott. Ja, eben, die Giraffe löst alle Probleme. Okay. Schade, kein gutes Bild. Ja, es ist jemand drin. Okay. Sieht so geil aus. Oh, Mami. Oh, Mami. Cool, ein Schwimmerring. Krass. Was passiert hier eigentlich? Voll kaputt machen. Kopf einziehen. Yay, es hat geklappt. Komm schon. Hopp. Ich liebe die Giraffe. Aber Polizei ist nicht erlaubt. Boom. Und Taxi sind auch nicht erlaubt. Das sind so blöde Schilder hier. Was passiert mit dem Haus? Also wo ist ein Pizzabote? Und wo ist der Müllmann? Das ist sicher kein Müllmann hier. Also weg damit. Mein Haus. Ich nehme das Haus mit. Oh Gott. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Darf ich wieder zurück? Mama. Oh gut, danke. Ah. Ist in der versteckten Höhle einen Pizzaboot? Das ist die Höhle da mit dem... Ah, das ist eine Abkürzung, okay. Aber irgendwo hier war ja noch eine Höhle... Mit dem einen Ester. Okay. Also wir gehen jetzt in die Stadt und suchen diesen Müllmann. Auf dem Trampolin. Wo ist ein Trampolin? Poolparty mit 10 Leuten. Wo ist ein Pool? Aua. Okay. Lass die Leute, die in der Sonne baden, im Meer baden. Okay, das machen wir mal kurz. Tanze auf dem Reef. Reef. Was ist das? Reef Party, also Reef. Wo ist denn Reef? Reef ist doch irgendwo auf einem Gebäude. Ist es dieses Gebäude hier direkt? Nee, nee, es war irgendwo da drüben. Tanze auf dem Reef. Es gab doch irgendwo so ein... Oh Gott. Da auf. Genau, in die Richtung. Sehr schön. Also gehen wir mal nach oben. Okay, machen wir uns mal zum Fisch. Okay. Das Spiel ist so crazy. Dann können wir gleich mal, wo der Reef ist. Irgendwo hier oben war doch der Reef. Genau hier auch. Ja. Also hier nicht. Wo ist die Reifen? Da oben. Wenn man sie sucht, dann findet man sie nicht. Komm rüber, ja. So, und... Oh nein, nicht ganz. Ich muss nur hier auf die Plattform. So, und jetzt... Oh, auf die...
dann... Ja, oh nein, nein. Mann, das ist manchmal so doof, wenn es klappt, nicht klappt. Ah. Also, dann gehen wir doch mal als Ziege wieder hoch. Ich kann wenigstens sich bewegen. Also ich finde, das einzige Tier, das ich gut bewegen kann, ist die Ziege. Alle anderen sind irgendwie tollpatschig. So. Damit kommen wir nicht immer weit. Vielleicht das Schwein noch, oder ja. Das Rhinoceros ist ein bisschen zu wenig mobil. Wir sind so langsam. Bei diesem Pool hier. Tanz in der Rave. Das ist aber nicht die Rave. Oh, ja. Oh, sie tanzen aber. Also man kann tanzen, aber die Vogelscheuche ist nicht lebendig genug gewesen. Also die hat nicht getanzt. Also wo ist die Rave Party? Ist die dort drüben beim Turm? Also auf jeden Fall machen wir doch das mal mit den Tanz auf dem Rave. Lass die Leute in der Sonnenbahn im Meer baden. Genau, das machen wir jetzt. Also die in der Sonnenbahn. Reicht das? Also, wo sind denn die in der Sonnenbahn? Zum Beispiel hier. Sehr gut. Es geht ja mit der Turnierlanze sicher besser. So, jetzt haben wir zwei. Der badet auch, oder? Komm du. Der tut auch in der Sonne baden. Nicht? Das ist so wenig, aber der badet in der Sonne. Also, solange sie liegen, können wir sie... Ja, aber der badet eher neben... Also, sie badet eher neben der... So... Dann brauchen wir noch eine und die ist wahrscheinlich im Norden. Du badest auch. Nicht? Eieiei. Nur die auf den Liegestühlen. Ja, aber hier gibt's keine mehr. Müssen wir das nochmals resetten oder was? Da. Du musst dich nicht eincremen, du musst baden. Komm schon. Das ist ein bisschen blöd, jetzt müssen wir das nochmal so resetten. Also, wo ist denn die Rave? Ah. Hier oben haben wir doch etwas gesammelt. Ja, ja. Die haben wir schon aufgesammelt. Also, wo ist die Rave? Ist die wirklich in der großen Stadt? Weil, in diesem Gebiet... Es passiert immer so viel. Kenne ich die nicht? Lol. Okay, hier oben ist aber auch keine Rave. Hm. Sieht man es von hier, dass irgendwie... Nee, es ist nicht hier. Und wenn, machen wir die Mission auch nicht. Ich möchte nämlich wieder zurück an den Strand. Ich möchte die Mission wieder weitermachen können. Hier haben wir auch nichts. Und dann laden, nein. Okay. Gehen wir einfach wieder zurück. Also wir brauchen eine, die... Oder eine... Sonnenbadet. Der badet wieder nicht in der Sonne, natürlich. Ich bin einfach zu wenig an einem Strand. Ich weiß nicht genau, was Sonnenbaden ist. Aber einfach schlafen in der Sonne werde ich. Einfach pennen. Voll pennen. Geh du baden! Er badet in der Sonne, 100%. Tschüss. Hey, es wird nicht geschlagen. Oh, ja, das hört. Ich weiß, dass das hört. Ich horte auch noch ein paar Sachen. So. Gut.
Oh, das macht weh. Ich habe Angst. Dann spiele ich im Goat Simulator. Einen Menschen, sondern eine Ziege und macht Blödsinn. Der tut in der Sonne werden. Wieso sind die so selten am Sonnenbad? Die badet in der Sonne. Also damit. Überhaupt irgendwo. Nein. Baden. Okay, scheinbar habe ich. Bringe einen Landstreicher zum Friseur. Oh, wo ist der Friseur und wo ist der Landstreicher? Ja, die Missionen machen eigentlich auch noch Spaß, auch wenn sie nicht so wichtig sind. Hauptsache, wir haben mal Erfolg. Hier ist eine Banane, cool. Ich liebe Bananen. Tschüss. Wie geil, aber. Ist das Pizzabote? Wer zu sagen? Ich sehe keinen Farmer. Wie können wir in der Stadt einen Farmer finden? Also, wenn ihr ja in die Kommentare jo, so Sachen schreibt, wie ja, da war ein Farmer, da war ein Pizzaboten, dann kann ich immerhin auch erkennen, oh, das war ein Pizzabote und dann kann ich besser drauf schauen und so. Aber ich sehe jetzt wirklich nicht, was ist. Das ist so schwierig, so ablenkend, oder? Das ist vor allem wegen der Ablenkung. Doch ein bisschen zu schwierig manchmal, etwas zu sehen. Einen Musiker brauche ich ja nicht. Wo ist der höchste Punkt von Gothenburg? Ah, das ist wahrscheinlich da mit der Weltkugel, das Gebäude. Bei einem Farmer finde ich jetzt gerade echt nicht. Ist nur ein Wanderer. Was passiert jetzt hier wieder mit der dieser Ablage? Also, dann gehen wir doch auf den höchsten Zug. Boah. Oh Gott. Wir haben direkt noch den Tintenfisch und an die Krabbe getroffen. Was einfach manchmal passiert. Also so können wir das nicht lösen mit dem Farmer. Wir haben keinen Farmer rum. Na gut. Wie einfach alles mit der Turnierlanze weggeschleudert wird und so. Aua, schon wieder irgendwo reingebackt. Okay, ohne Giraffe geschafft. Okay, hier kommen wir schon mal nicht hoch. Meine Güte. Jetzt müssen wir schon wieder als Fisch hoch. Wir müssen ständig irgendwo mit dem Fisch hochkommen. Ich habe schon mal gedacht, das ist jetzt seltsam gesagt. Das ist ja ziemlich seltsam. Wenn ich nur irgendwo hoch könnte. Jetzt, okay. Sehr schön. Oh, hier oben ist aber auch wieder so. Ja, man müsste vielleicht eher so mit dem... Lol, ich wusste gar nicht, dass das klappt. So. Nochmal. Das ist doch der höchste Punkt, oder? Oh, hier kommen wir nicht hoch. Ja. Knutsche mit dem Wal. Wie geht Knutsche mit dem Wal? Der Wal tut mich einfach verschlucken. Tanz auf dem Reef. Also der höchste Punkt, der ist wieder weg. Habe ich den erreicht? Kann schon sein, dass ich ihn erreicht habe. Aber es gibt keinen Rave. Ah, ist damit einfach so ein Ding gemeint? Ich dachte, in der Rave wäre so Open Air, so. Ist das eine Rave?
Das ist ein Schuhshop. DVD. Hä, ich kenne gar keinen Rave. Irgendwo muss so ein... Keine Ahnung. Boah, das Spiel wird langsam so schwierig zum Verstehen, wenn man einfach die einfachen Sachen nicht mehr machen kann und die schweren halt noch bleiben. Weiß man einfach nicht so weiter. Also wir schauen doch mal. Das ist ein Farmer, oder? Nein. Ist hier oben irgendwo die Rave? Vielleicht an dem Strand oder so. Aber nee. Go back to the farm you came from. Oh my god. What the frog? Ist doch keine Farmerin. Du bist ein Farmer. Ich räube Fischi. Ach komm, wir bouncen mal als Fisch. Du bist ein Farmer, du hast einen Farmenhut. Ach komm. Du bist eine Vogelscheuche. Kann ich jetzt mit dir tanzen? Oh, ich bin Fisch. Ich muss wieder eine Ziege sein. Nein, nicht kaputt gehen. Tanz mit mir. Tanz. Ach, ich muss mal die Ziege. Die. So, jetzt tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. So. Also, das haben wir gelöst. Okay. Ach man, das ist so dumm, wenn irgendwas im Weg ist. Nimm mich wieder auf. Ja. Sehr gutes Spiel. Dankeschön. Auch schon mal ein Thumbnail. Gut. So, 30.2. So. Jetzt schauen wir uns jetzt irgendwas anderes. Boing. Ich habe keine Ahnung, muss ich noch. Ist hier die Rave? Ah, ich. Was ist die Rave? Tanze auf dem Rave und wir kommen rein. Tanze auf dem Rave. Okay, aber. Scheinbar nicht. Ah, hier. Yes, baby! Gut, haben wir irgendwas freigespielt sonst? Ei, Plattform Pumps. Ja, baby! Okay, dann kleiden wir uns noch ein bisschen. Ein, hä? Das wäre cool. Oh ja, die pinken Flügel. Genau. Und wir haben irgendwo ja ein Tütüt. Und auf dem Kopf können wir Birnband, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. So, also, dann raven wir noch ein bisschen ab. Wir raven ab. Ich glaube, das wird es dann. So. Oh Gott. Oder das? Nein, das nicht. Ja gut, ist schon zu spät. So, ich muss echt mal ein paar Thumbnails auf meinem Discord-Server veröffentlichen, die nicht reingekommen sind.
Aber ich finde irgendwie das drittletzte am besten, dort, wo wir so, ja, weggenommen wurden beim Tintenfisch. Jo. Also, bringen Landstreich zum Friseur, knutschen mit dem Wal, mach aus dem Reporter Nick Fancy Junior einen Waagehals. Wie können wir da, und wo ist der Report Nick Franz? Das können wir noch kurz machen. Es ist zwar schon Überlänge, aber ich möchte gerne mal, wie kann ich einen Waagehals... Oh, hier ist noch eine Goldstatue übersehen. Ja, und wie kann ich die jetzt holen? Okay. Nein! Ach, doch mit dem Fisch. Ja, ich kann auch nicht hoch mit dem Fisch. Nein! Wie kann ich das holen, wenn das Wasser so... Ach, mit dem großen Tier hier. Weißt du, so einfach. Manno, liebe Wendehals. Also ich muss einen Waagehals machen. Was ist ein Waagehals? Einer, der irgendwas wagt? Muss ich ihn irgendwie mitnehmen oder muss ich ihn irgendwie manipulieren? Ich kann's nicht sagen. Okay, wir werden ihn mal umziehen. Bringt nicht so viel, hä? Vielleicht müssen wir ihn einfach wegschleudern. Jetzt haben wir aber ihn auch nicht mehr. Wo ist ein Feuerwehrmann? Ich muss mal kurz das einfach mit dem Feuerwehrmann machen. Etwas will ich ja noch machen. Ist es ein Feuerwehrmann? Nein, war ja nicht. Also explodieren, lassen wir mal die Autos explodieren. Komm. Wissen wir, was wir das machen. Ja. Lassen wir mal explodieren und schauen mal, ob jetzt die Feuerwehr kommt. Oh. Haben wir gerade Fashionisten an? Genau. So, irgendwann mal kommt. Ja, jetzt. Okay, nicht explodieren, bitte, Feuerwehrmann, bitte. Nicht explodieren. Muss ich mal kurz rein. So, also eins haben wir noch geschafft. Jetzt haben wir wieder diesen Waagehals. Aber jetzt ist es ja weg. Lol, wie das herumpackt hat. Das Schild. Doch, er ist noch da. Was ist ein Waagehals? Wie macht man einen Waagehals? Kann man irgendwie die... Ding verändern, die Physik, die Psyche. Kann man ihn zu ihm zu einem Psychopathen machen oder so? Ja, kann man ihn irgendwie verändern? Da haben wir nichts mehr. Wir könnten ihn verhaften.
hatte plötzlich andere Kleider an. Du gehst mal weg. Oh, der Kameramann ist auch noch schuldig. Oder wir tun ihn einfach in eine Banane verwenden. So, also hier ist... hier ist doch ein Waagehals. Hä? Aua. Oh, da hat er ihn geglitscht. Ja gut. Ich weiß es nicht, wie man das macht. Wie kann man ein Waagehals? Ist doch ein Waagehals jetzt. Kann man nicht irgendwie die Psychik ändern? Mit Stabsaft zu tun. Wieso geht die Bahn jetzt nicht? Weil sie keinen Kopf waren. Ja, keine Ahnung. Ich habe doch noch das andere gehabt, da. Wo man Geister jagt. Geisterding. Keine Ahnung, ey. Man hat einfach keine Übersicht. Da, okay. Also, und das Zeugs entfernen hier. So, bist du immer noch der gleiche? Lol, der wurde größer. Wieso wurde der größer? Ah, oh, wieder ein sehr toller Part. Ja, gut. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Jo, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragwasser.